Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Welcome Ramadan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bruder, wir haben jetzt Ramadan. Was würdest du zu Suhur empfehlen? Würdest du solche Sachen zum Suhur empfehlen? Man sollte gucken, dass man sich gesund ernährt, und hier solche Chips und sowas sind richtig fettige Sachen. Man sieht hier zum Beispiel, damals mein Ernährungsberater beim als ich am Boxen war, der hat gesagt, eigentlich wenn man 25 Gramm Fett am Tag aufnimmt, das ist schon ziemlich viel. Hier siehst du zum Beispiel in einer so einer Tüte, ja, auf 100 Gramm sind schon 30 Gramm Fett. Ja. Das ist extrem viel, ist das, ja? was hier drin ist. Und deswegen, ich versuche jetzt, weil ich will jetzt nochmal die letzten Wochen mal im Ramadan mich richtig ernähren, damit ich auch ein paar Kilo runtergehe, damit ich topfit werde. Ich habe eigentlich von meinem Höchstgewicht, was ich im Sommer 2012 hatte, weil ich die ganze Zeit in Ägypten war und überall eingeladen wurde und so weiter, und dann noch zu Hause, die Frau will einen ja auch verwöhnen, ja, habe ich weit über 20 Kilo abgenommen. Als der damaligen Zeit. Ne? Also man muss darauf ein bisschen achten, damit man topfit bleibt, damit man auch im Ernstfall den Leuten guten Tag sagen kann. Es ist Sunna vom Propheten, mit einer frischen Dattel zu beginnen. Wenn man das nicht hat, eine trockene Dattel. Ansonsten Wasser. Manche sagen Milch. Kenne ich keinen Hadith drüber, der sagt Milch. Das ist einfach nur Legende. Und das ist leider sehr oft so, dass wir im Islam hören, natürlich ist es auch erlaubt mit Milch, ja? du kannst auch theoretisch eine Banane nehmen oder irgendwas, ja? Aber da der Beginn ist wirklich mit einer frischen Dattel oder wenn das nicht da ist, Wasser. Inshallah. Danke. Und dann natürlich viel den Magen voll machen mit Gemüse. Wenn man den Magen erstmal voll hat mit Gemüse und Wasser, kann man nicht mehr voll machen mit Pizza, Chips und dem ganzen Kram. Kann man auch ein bisschen abnehmen. Wir fasten nicht, um abzunehmen, wir fasten für Allah, aber wir können uns danach ernähren bei den paar Stunden, um abzunehmen.